gerade unheimlich gerne Final Fantasy spielen. So das hier. Ihr glaubt, ihr habt mich geschlagen. Ich werde zum Mana-Baum zurückkehren. Und wenn meine Wunden geheilt sind, zerstöre ich diese Welt, die ihr so liebt. Guilds und 50 EP gewonnen. Oder Gliss, Entschuldigung. Ihr habt Stufe 8 erreicht, sein Wert für Angriff wurde erhöht. Und jetzt? Darf ich nach Hause gehen, oder was? Ach, wie traurig. Cindy ist weg. Da habe ich mich erschrocken. So, kann ich jetzt wieder mit Bahamut kämpfen? Nein. Oh. Ach, ich kann mich heilen. Guck an. Dann wollen wir mal gucken, ob das jetzt reicht, was ich kann. So, ouch. Ein drauf. So, wir kriegen nur 3 Schaden. Das ist jetzt nicht die Welt. Okay, 7 ist jetzt ein bisschen mehr, aber immer noch nicht die Welt. So reicht's. Okay. Dann schnell nach Hause. Schaffen wir sowieso nicht. In einem weiteren Kampf. Was sagte ich? Oha. Nein, 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 nein. Oh, oh. Oh, oh, jetzt geht's los. Okay, laufen. Bitte, bitte, bitte. Lass mich laufen. Hilfe. Ist doch gut. Ist gut. Chillt. Leute, bitte. Ohne Worte. Fortfahren. Wenn wir jetzt nochmal den Endgegner niedermetzeln müssen. Nein, wir müssen alles nochmal neu machen. Alles nochmal neu. Das ist doch ein Witz. Das ist doch nicht wahr. Das ist doch nicht wahr. Wir müssen alles nochmal neu machen. Oh Mann, ey, jetzt bin ich leicht ungehalten. Ja, ja, komm. Ja gut, hilft ja nichts. Was muss das nicht? So, du kommst mit dem X-Kristall und... So, Magie, X-Kristall. Ich weiß gar nicht... Zephyros oder wie der heißt da jetzt, ne? Geht das schneller, wenn wir uns einfach heilen lassen und wenn wir uns nicht heilen? Möchte ich mal gerne ausprobieren. Weil dann haben wir ja einiges erspart. So. Ja komm, heil uns mal, bevor wir sehr schön abkacken. Entschuldigung, aber... So, na komm. Stirb. Warum habe ich mich jetzt die auch wieder auf Angriff geschickt? Also... Ich bin jetzt ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen hektisch, das muss ich unbedingt ablegen. Naja, okay. Okay, heilen und hier kriegst du nochmal einen drauf. Boom. So, und weg. Gerade wieder am Zweifeln, weil teilweise sind die Frames tatsächlich wieder eingebrochen. Das kann gar nicht sein, dürfte es recht nicht dabei. Ich verstehe es einfach nicht. So, schnell heilen. Und. So, wir haben jetzt Stufe 8 erreicht. Wird uns jetzt nicht großartig viel bringen für den Endgegner. Wir werden es mit Bahamut richtig zur Strecke bringen, aber. Ach komm. Ja. Mhm. Super. Stolz auf dich. Du bist tot. Nein, wir wollten uns ja gar nicht mehr heilen, ne? Warum habe ich das jetzt gemacht? Bin ich doof? Keine Antwort bitte. Auch nicht in die Kommentare. Ich war unüberlegt, nicht doof. Jetzt. Das ist doch nicht wahr. Ach so.
Entschuldigung, natürlich. Ich vergaß. Skippen kann man das jetzt nicht. Ja, komm, du bist das Böse und bla bla bla. Ja, du bist ein ganz harter. Komm, ich nenne dich Pinky. Ist recht, ja? So, wir gehen jetzt nur auf Angriff. So, auch keine Tränke oder sonst irgendwas. Magie, X-Kristall. Wir gucken mal, ob es wirklich schneller geht. Wenn wir uns den killen lassen. Wenn nicht, weiß ich Bescheid. Dann, glaube ich, werde ich dann, sollten wir das dann halt nochmal durchmachen müssen. Ich glaube, dann werde ich das. Ich muss ja heilen. Ich darf ja. Ich will die Tränke nicht aufbrauchen. Ich heile uns einfach. Wie gesagt, soll ich dann nochmal scheitern, werde ich das mal offscreen machen und dann mich wieder einschalten. Wenn ich dann tatsächlich am Dings angelangt bin, am Dorf. So, einer auf den Kopf. Mal gucken, wie lange wir brauchen. Das reicht. Ich habe genug von diesen Spielchen. Ja, komm. So, wir tun trotzdem mal so, als ob wir. Ich glaube, das ist besser, wenn wir so tun, als würden wir versuchen zu überleben. Komm, du und dein Kamehameha, das gibt mir gar nicht. Autsch. Ja, und wie ich gesagt habe. So, danke. Okay, das bringt uns quasi gar nichts. Wir müssen ihn runterschlagen. Ach, verdammt, das ärgert mich. Gut, dann halt nicht. Ach nein, doch, das passt. Wir geben niemals auf, wir kämpfen bis zum Tod. Okay. Doch natürlich, wir müssen beide sterben, stimmt. Klatscht da der eine voll. Was ein Fiesen. Na komm, mach hin. Sandy. Danke, ihr wart immer für mich da. Bla, bla, bla. Komm. Schweb. Entschwebe. Gen Himmel. Oh, wie süß. Mit Tränen im Gesicht stellen wir uns dem Gegner. Spezial. Baba-Mode. Dam, dam, dam. Ah, schön. So, der zweite Boss. Ihr glaubt, ihr habt mich geschlagen? Ich werde zum Mana-Baum zurückkehren, bla bla bla. Heißt das, es gibt doch nochmal einen Showdown am Mana-Baum? Das heißt, wir sind noch gar nicht am Ende. Und wir können hier auch nichts machen. Wir haben heiligen Bogen. Okay, dann versuchen wir mal so schnell wie möglich. Einfach mal hier rauszukommen. So, super, danke schön. Ich lauf mal. Hoffentlich reicht das. Ja, natürlich kriege ich noch mal einen drauf. Aber ich kann nicht auf die Tränke zurückgreifen. Verdammt. Okay, das wird jetzt sehr kritisch. Ja, fett. Ach du Schande. Es könnte sein, dass ich jetzt gleich Probleme habe. Gegenstände. Trank. Auf mich. So viel habe ich. So, dann brauche ich jetzt noch mal einen Trank. Oder kann ich schon? Barbarmut geht natürlich nicht. Ich heile mich mal. Wie viel kann ich mich heilen? 33 ist nicht die Welt. Okay, dann versuche ich mal zu laufen. Dann gehe ich nochmal von allen Vieren einen von hinten drauf. Ist mir klar.
So, aber lauf, 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 lauf. So, und jetzt nur noch ein bisschen, nur noch ein bisschen. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ja, wir haben es geschafft, Leute. Wir haben es geschafft. Krankenschwester? Ihr müsst zum Mana-Baum aufbrechen und Cindy retten. Braucht ihr jetzt Heilung? Ja. Spielstand jetzt speichern? Ja. So, wenn ich jetzt wüsste, wo der Mana-Baum ist. Ich gehe eben mal zu Sid. Der weiß bestimmt, wo wir da lang müssen. Hallo, Kind. 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 Ach, blödes Kind. Mag keine Kinder. Lady. Dum-di-dum-di-dum-di-dum. So, der Showdown am Mana-Baum. Müssen wir jetzt dahin fliegen vielleicht? Kann das sein? Cindy mag nicht mehr unter den Lebenden weilen, doch ich spüre ihre Gegenwart. Ich weiß, dass sie Conan begleitet. Ihre Kraft wird für immer mit ihm sein. Woman, ich kann nicht fassen, dass Cindy tot ist. Das ist ein trauriger Tag für die Annalen von Aogai. Ihr Tod war nicht umsonst. Sie hat ihre Kräfte auf Conan übertragen, damit er die Welt retten kann. Nun seid ihr unsere einzige Hoffnung, Zephyros zu besiegen. Bloß kein Druck. Mit der Kraft von Cindy werdet ihr stark genug sein. Ich glaube an euch. Hallo? Wir alle glauben an euch. Kommt vorbei, wenn ihr etwas Zeit habt. Vielleicht kann ich helfen. Wobei, willst du mitkämpfen? Dann komm. Wir sind alle verdammt. Nicht so positiv. Die meisten von uns glauben an euch. Nicht übel, oder? Ja. Sehr tröstend. Gar nicht übel. Ich glaube fest, dass Cindy nicht umsonst gestorben ist. Ihr müsst zum Mana-Baum... Nein, Conan, ihr müsst zum Mana-Baum aufbrechen und Zephyros besiegen. Ein für alle Mal. Ich nehme euch... Was? Ich gebe euch mein Luftschiff. Nur damit gelangt ihr zum Mana-Baum. Das Schicksal der Welt liegt in euren Händen, Conan. Ja, super. Luftschiff. Genug gelaufen. Willkommen an Bord von Air Evoland. Gut, dann gehen wir jetzt mal zu den einen Typen, der uns seine Hilfe angeboten hat. Mal gucken, was ich jetzt bekomme. Wahrscheinlich voll die epische Ausrüstung. Ich bin mal gespannt. Hallo. Hey, wollt ihr ein Rad? Sterne, Karten, Händler, Chocobos? Chocobos. Chobokos. Kennt ihr euch mit Chocobos? Es ist ein Chocobos. Ne? Machen wir uns nichts vor. Das sind die Final Fantasy Chocobos. Kennt ihr euch damit aus? Sie sind eine Spezies gelber Riesenvögel. Sie leben in den Ebenen im Norden. Aber tut euch nicht weh, sie haben sehr spitze Hauer. Gekocht ist ihr Fleisch eine wahre Delikatesse. Hallo? Ich kenne da jemanden in Aogai, der es zuzubereiten weiß. Spielt Doppelzwilling? Braucht mehr Karten, um Champion zu werden. Ihr habt bereits 4 von 23 Karten gefunden. Ich bin ziemlich sicher, dass dort eine Karte versteckt ist. Papunika. Händler. Als ich noch jung war, kamen viele reisende Händler nach Aogai. Jetzt, wo die Ödnis sich ausbreitet, kommt niemand mehr hierher. Allerdings hörte ich neulich, dass sich ein Händler im nordwestlichen Wald niedergelassen haben soll. Vielleicht hat er interessante Waren auf Lager. Ach, Dankeschön. Du bist mir auch so ein toller Ratgeber. Na gut, dann komm. Dann sprechen wir mal mit Sid, dass wir dann, glaube ich, ins Luftschiff einsteigen können. Ich glaube nicht, dass wir das dann sofort haben, sobald wir auf der Karte sind. Oder doch? Ihr müsst zum Mana-Baum aufbrechen und Zephyros besiegen. Ihr findet den Mana-Baum nördlich der schwarzen Zitadelle. Vergesst nicht, dass sie nur mit Luftschiff dorthin gelangt. Ja, super. Okay, dann hat sich das erübrigt. Dann gehen wir mal raus. Mal gucken, ob es reicht, wenn ich im Süden des Dorfes rausgehe. Ob wir dann auch tatsächlich schon Zugriff haben auf das Luftschiff. Ah! So. Und das Schöne ist, wir haben so keine Random Fights. Und hier ist schon der Mana-Baum. Ach, wie schön. So, sollen wir mal hier uns ein bisschen umgucken? Lalalala.